Selbstverteidigungskurse, da denkt jeder an Frauen, die lernen wollen, ihre Kraft richtig gegen Angreifer einzusetzen. Doch in Mönchengladbach gibt es jetzt einen Selbstverteidigungskurs für Männer, und zwar speziell für über 40-Jährige. Warum die das brauchen und was sie da lernen, verrät Anne Mensing. Es sind ganz normale Männer zwischen 40 und 75. Familienväter, Rentner, Berufstätige. Doch sie haben eines gemein. Sie gehören alle zur Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Außergewöhnlich deshalb, weil sie alle hier in Mönchengladbach einen Selbstverteidigungskurs besuchen. Stefan Osthoff sieht darin nämlich überhaupt kein Frauenmonopol. Eigentlich ist das kein Frauending. Eigentlich überhaupt nicht. Es passt auch sehr gut zu Frauen, weil man durch Kenpo einfach lernt, sich wirklich sehr effektiv zu verteidigen. Trotzdem, Frauen sind hier nicht erwünscht, nur gestandene Männer über 40. Ihr Name? Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ihr Programm? Kenpo, hawaiianische Kampfkunst am Mann. Ihr Ziel? Selbstverteidigung. Ihr Trainer? Robert Fuhr. Er probt mit den Männern den Ernstfall. Wir sehen es ja in den Schlagzeilen, die wir überall wieder hören. Da werden ältere Herrschaften in U-Bahn verprügelt. Da haben wir diese tragischen Fälle in München gesehen. Also man sieht, Schutz braucht eigentlich jeder. Und unser Staat kann uns natürlich in einem Rechtsstaat erst schützen, wenn es schon passiert ist. Dann ist man aber Opfer geworden. Wir versuchen Leute zu schützen, dass sie keine Opfer werden. Und niemand kann eine Situation kontrollieren, wenn er nicht sich kontrollieren kann. Kenpo bedeutet Einheit von Körper und Geist. Es zählt die Gemeinschaft, nicht Muskelkraft und athletisches Protzen. Hier trainieren Männer von nebenan, mit grauem Haar oder ein paar Pfunden zu viel. Doch die haben eitles Fitnessstudio-Gehabe gar nicht nötig. Wir finden, zumal hier im Verein, nicht den typischen, der in die Muckibude geht, sich mit Antibiotika vollstopft und dann Anabolika und dann anschließend mit solchen Muskeln wieder rauskommt. Das haben wir hier nicht, sondern wir sind ja eine ziemlich gute, homogene Gemeinschaft und hier herrscht kein Leistungsdruck, kein Stress. Vorher bin ich introvertiert gewesen, vor allen Dingen aber auch, was man merkt, man geht etwas durch die Stadt, etwas gebeugt, will nicht anecken, will nicht gesehen werden. Das hat sich vollkommen geändert. Jetzt kann ich zumindest eingehend sagen, man geht wieder aufrecht durch die Straße. Doch Stefan und Wolfgang lernen hier nicht nur starkes Auftreten. Sie profitieren besonders gesundheitlich. Stefan hat 40 Kilo abgenommen. Wolfgang besiegte seine Lungenkrankheit. Jahrelang rannte er von Arzt zu Arzt. Keiner konnte wirklich helfen. Doch seit er Kampfsport macht, ist seine Krankheit auf rätselhafte Weise verschwunden. Jeder sollte es eigentlich können. Und zwar jeder, der Verantwortung tragen kann, der Verantwortung weiß, was man damit machen kann, sollte jeder können. Kenpo macht aus Normalsterblichen offenbar echte Helden, stellt den Körper und peppelt die geschundene Männerseele wieder auf. So kann auch der Mann über 40 als außergewöhnlicher Gentleman Haus und Weib verteidigen.